hatte gerade eine Kundenreklamation. Warum ich deshalb glücklich bin? Naja, ich habe den Kunden glücklich gemacht. Wie? Das erzähle ich Ihnen gleich. Worum ging es beim Kunden? Der Kunde hatte alles probiert. Pharmazeutisches Anlagensystem aufgebaut und andauernd Verfärbung gehabt im Rohrsystem. Er hat alles gemacht, was man machen kann. Neue Leitungen gesetzt, neue Dichtungen, neue Getterfilter eingebaut und immer Verfärbung. Und jetzt hat er gesagt, das muss ja am Rohr liegen. Kann ja nicht sein. Jetzt hat er ein Muster geschickt. Haben wir uns angeguckt. Und was sieht man da drin? Wenn man reinguckt, sieht man in 12 Uhr Position, wie Sie hier auch sehen, Fahnen. Das ist aber in der Regel keine oxidische Verfärbung aufgrund von Schweißgas, aufgrund einer unreinen Schmelze. Es ist Mangan. Mangan ist jetzt in der Regel zu 2% in sämtlichen uns bekannten Legierungen zulässig. Das heißt, entweder Sie haben 4404, einen 4435 Werkstoff oder auch einen 316L Werkstoff. In der Regel ist Mangan mit 2% in all diesen Legierungen zulässig. Und was passiert jetzt beim Schweißen? Mangan, muss man wissen, hat einen Schmelzpunkt bzw. auch einen Siedepunkt, der deutlich unter denen liegt von Chrom, von Eisen, von Nickel etc. Also den niedrigsten Schmelzpunkt und Siedepunkt in diesem Gefüge. Was passiert jetzt beim Schweißen? Das Mangan verdampft aus der Schweißnaht, aus dem geschmolzenen Topf. Das kann man hier in dem Beispiel jetzt nochmal sehen. Verdampft das Mangan zuerst und schlägt sich dann an den kälteren Rändern der Naht nieder. Deshalb haben Sie an den kälteren Rändern der Naht, also in der Wärmeeinflusszone immer noch, aber ziemlich dicht an der Naht, diesen leicht grauen, vielleicht auch mitunter blau schimmernden Schleier. Aber in der Regel ist dieser matt und ist schon auch von Verfärbungen der Naht zu unterscheiden. Es hat also in der Regel nichts mit der Schmelze zu tun, sondern also mit der Reinheit der Schmelze, sondern einfach mit der Art der Herstellung der Schmelze. In einem früheren Video-FAQ hatten wir schon mal die unterschiedlichen Arten der Schmelzenherstellung behandelt. Und wenn man eine reguläre Schmelze nimmt, dann hat diese halt diese 2% Mangan und man muss mit diesem Effekt leben. Wie kann man das einschränken? Wie kann man es versuchen zu vermeiden? Man kann mit höheren Durchflüssen rechnen, mit turbulenter Strömung im Rohrsystem. Und dabei verwischt man dann diese Manganfahne leicht. Wenn man noch Bedingungen hat, die nicht ausreichend sind, dann sieht man dieses entsprechende Bild dieses Manganschleiers in der Regel oben in der 12-Uhr-Position im Rohr. Warum an der Stelle? Klar, weil das heiße Gas, das heiße Schweißgas, steigt ja in der Regel von der Schweißstelle immer nach oben, weil das heiße Gas steigt nach oben, sammelt sich an der oberen Stelle, wird dann von der Strömung mitgerissen und verursacht dann diesen Schleier oben im Rohrsystem. Das heißt, entweder man kann mit Niedrigmangan und dieser leichten seitlichen Verfärbung leben. Bei etwas mehr Mangan hat man halt diesen Schleier, der sich dann im Rohrsystem abzeichnet und der dann mehr und mehr mit höheren Durchflussraten verwischt. Wie gesagt, wenn Sie dieses nicht wollen, dann ist die einzige Möglichkeit, die man hat, im Grunde genommen eine andere Schmelzenherstellung zu wählen. Sollten Sie diesbezüglich Fragen haben, auch bezüglich Normgebung, weil diese Dinge werden in der Regel in unterschiedlichen Normgebungen behandelt, aber man konzentriert sich dabei eher auf das Thema oxidische Anlauffarben des Stahls und weniger auf die Manganfarben. Aber in der Regel finden Sie da im Bereich der ASME, im Bereich der DIN oder auch im Bereich der Seminorm Anhaltspunkte, über die wir gerne sprechen können. Kontaktieren Sie uns also und ich würde mich freuen, wenn Sie zu einem unserer nächsten Beiträge wieder dabei wären.
Vielen Dank und bleiben Sie gesund.